So, d-d-d-d-d-d-d. Außenposten, da. Wir haben hier auch irgendwo so ein Signal, das mal wieder ausschlägt. Die Frage ist halt nur, warum. Führe Scan zur genauen Bestimmung der Schadensursache durch. Und wo? Da. Gut. Haben wir gemacht? Dann haben wir das auf der Ebene hier alles durch. Da müssen wir sowieso zum Kommandozentrum wieder zurück, glaube ich. Ja, müssen. Müssen, müssen, müssen. Da haben wir tatsächlich wesentlich mehr zu tun, als ich gedacht hätte. So viel zu Thema. Ja, haben wir alles ganz schnell abgehakt. Wir sind ja nur noch mal eben schnell hier. Und dann, ja. Ja, siehst du ja. Aber was soll's? Was muss? Das muss. Nein, jetzt bin ich zur Kryostation gefahren. Oh nein. Hier muss ich jetzt bestimmt nicht hin. Gehe ich mal von aus. Können wir aber trotzdem mal ganz kurz gucken. Nö. Gut, dann gehen wir ganz kurz zur Hyperion. Stöpseln da in den SAM-Kern einfach mal ein. Hier die komischen mathematischen Daten. Habitationsdeck. Und dann kehren wir zur Kommandozentrale zurück und gucken dort mal nach dem Rechten. Ne? Kann nur gut werden. Außerdem müssen wir dort eh dann reden mit einer besagten Person. Was? Ach, hier müssen wir auch noch scannen, ne? Was? Ich? Was gibt's? Gibt's ein Problem? Ihr Vater ist mein Problem. Er ist unser aller Problem. Er ist tot, er kann kein Problem Wir sein. bezahlen alle für Alec Ryders Ego. Er hat Jean Garstens Vertrauensseligkeit ausgenutzt und uns an diesen gottverlassenen Ort verfrachtet. Jetzt ist sie tot und wir werden ihr alle bald folgen. Mein Dad ist auch tot. Hey, mein Dad ist für diesen Traum gestorben. Er hat versucht, die Sache für uns alle wieder in Ordnung zu bringen. Toller Traum. Von wegen in Ordnung gebracht. Fahren Sie zur Hölle, Pathfinder. Ist in Ordnung, komme ich mit klar. So, hier irgendwo. Da. Hopfen. Warte. Soll ich das jetzt überbringen hier? Für zum Trinken? Nein. Den Milchstraßenhopfen ins Vortex bringen. Ja, aber den kann ich ja nicht mitnehmen, oder? Bessere Zubereitung. Ich weiß ja nicht. Das Atrium. Müssen wir hier noch irgendwie was scannen oder so? Irgendwas, das defekt ist oder keine Ahnung was? Wo ging's denn hier in den SAM-Kern? Hier? Nö. Die Map sagt, in die Richtung. Okay. Und was ist das da? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir doch mal dahin. Ist ja so halbwegs in der Nähe. Achso, das ist einfach nur ein Rückweg, der mir zeigt, ja, du sollst übrigens mal dahin. Okay. Weil ich mir ja da noch was anderes markiert habe. Ich werde hier noch ganz kirre. Oh, nur gut. So, deshalb Kern. Hier hast du mathematische Daten. Willkommen zurück, Ryder. Ich habe ein paar Gleichungen. Dr. Aridana aus dem Tech-Labor hat ein paar Gleichungen gesendet, die du lösen sollst. Ich bin bereit. Übertragung läuft. Viel Spaß damit. Fertig. Okay. Hey, was zum... Sam. Chartcode entdeckt. Bitte warten. Sam? Versuche, Chartcode zu deaktivieren. Bitte warten. Kann ich irgendwas tun? Sam? Ist das eine weitere Fehlfunktion oder... Sam? Versuche, mir irgendwas zu zeigen.
Okay, ich glaube, ich hab's. Sagst du. Sam, rede mit mir. Hallo Pathfinder. Bitte initialisieren Sie die Konsole, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Habe ich getan. Sam, was ist passiert? Die Gleichungen enthielten einen Trojaner, ein Virus, mit dem direkten Ziel, unsere Verbindung zu trennen und mich hilflos zu machen. Eine Wiederherstellung der Verbindung wäre nicht möglich gewesen. Okay. Hat es wehgetan? Wie fühlst du dich? Bist du okay? Ich habe kein Schmerzempfinden, aber ich möchte die Erfahrung nicht noch einmal machen. Und das ist ja auch der Zweck von Schmerzen bei organischen Lebewesen. Entriegle die Tür. Wir müssen ins Tech-Labor. Mal sehen, was Dr. Ari Derna dazu sagt. Mhm. Gut. Da lang? Dann, ja, ich glaube hier so lang. Aber dann wollen wir, bevor wir jetzt dahin zurückkehren, in die Andockbucht, gehen wir natürlich einmal zur Kommandozentrale, weil ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir müssen da halt noch nach irgendwelchen Schäden gucken, ne? Kommandozentrale. Führende Wissenschaftler rätseln weiter, ne, irgendwelche Energieverluste und all so ein Krams. Das Typische, was halt überall manchmal ist, ja? So. Ja, hier sollen wir... defekte Kabel und schlafende Drachen. Mit Kandros müssen wir hier reden. Hallo Kandros. Noch keine Neuigkeiten von der Turianischen Arche. Oder ist das Sache der Miliz? Stase-Demonstranten. Ich muss mit Ihnen über die Stase-Aufhebung und die Demonstranten in den Hydrokulturen reden. Verstehe. Vielleicht sollte ich dafür die anderen holen. Demonstranten haben die Hydrokulturen besetzt? Sie wollen, dass ihre Familien aus der Stase geholt werden. Der Außenposten auf Eos hat den Ablaufplan unterbrochen. Und jetzt sind Dutzende Leute auf unterschiedliche Kolonieblöcke verteilt. Die Demonstranten wollen dieses Problem noch heute gelöst sehen. Wissen Sie, in unserer Position... Wir können diese Familien nicht aufwecken. Wir haben nicht die Ressourcen dafür und wüssten auch gar nicht, wohin mit ihnen. Wir haben einen ganzen Planeten. Wir haben Eos besiedelt. Und da soll kein Platz für ein paar mehr sein. So einfach ist das nicht, Ryder. Alles, was Eos im Moment produziert, ist bereits verplant. Und wenn wir Soldaten zu einem Forschungsaußenposten schicken, ist der Ärger vorprogrammiert. Was schlagen Sie vor? Wir lassen die Familien in der Stase, wo sie sicher sind, und vertreiben die Demonstranten aus den Hydrokulturen. Sie mögen ja einsichtig wirken, aber das galt auch für die Exilanten. Eine Revolte war genug. Unser Überleben ist wichtiger als Familienzusammenführungen. Nein, die Demonstranten haben recht. Diese Leute sind nicht unsere Feinde. Wir haben diese lange Reise nicht auf uns genommen, um Familien auseinanderzureißen. Wir lösen das Problem mit der Ressourcenknappheit schon irgendwie. Ihr Mitgefühl ist bewundernswert, aber... Dann werden wir wohl alle den Gürtel enger schnallen müssen. Sie können einen Stase-Override-Befehl von der Kommandozentrale aus erteilen. Hoffentlich ist der Rest dann auch so einfach. Oh Mann. Oh Mann. Ich habe da ein ganz mies Gefühl. Da müssen wir halt ganz schnell für weitere Außenposten sorgen oder so, ne? Wo muss ich das dann machen? Von da vorne? Oder wo? Da. Kapselsteuerung. Okay. Sende jetzt den Override-Befehl. Die Stase-Kapseln müssten jetzt entsperrt werden. Sie machen das wirklich? Ich war bei dem Protest in den Hydrokulturen dabei. Ich dachte, wir bekämen lediglich weitere Ausreden. Aber wir haben bereits ein Jahr mit dem Warten auf unsere Familien verloren. Ich bin froh, dass es jetzt soweit ist. Die Ressourcen werden aber knapp sein. Es wird eine Weile Einschränkungen geben, weil wir die Neuankömmlinge ernähren müssen. Aber sie sind da draußen. Wir schaffen das schon irgendwie. Meine Mom hatte Angst, dass etwas schief geht und sie in der Stase die ganze Zeit wach ist. Ist sie zwar nicht, so funktioniert das nicht, aber ich will, dass sie rauskommt, damit ich es weiß. Override abgeschlossen.
Staseaufhebung ausgelöst für Jasper K. Griffith G. Pilquist A. Demerci P. Kozlov S. Da, das ist sie. Suchen Sie Ihre Mom. Was machen Sie noch hier? Ihre Mom sollte beim Aufwachen als erstes Ihr Gesicht sehen. Jawohl, danke. Wo auch immer der auf einmal herkam. Bei der neuen Ressourcenverteilung könnte es erforderlich werden, dass das Personal in Stase auf dem Hyperion jetzt länger warten muss. Wenn es soweit ist, haben Sie alle ein Zuhause, für das sich das Aufwachen lohnt. Versprochen. Gut. Okay, hätten wir das auch gelernt. Gelöst, nicht gelernt. So, wo sind jetzt hier die defekten Kabel und der ganze Krams? Wahrscheinlich da, wo irgendwelche Funken rauskommen. Halt, gucken mal. Irgendwo hier? Da haben wir einen Behälter. Der ist mir vorhin schon aufgefallen, als wir hier waren. Aber habe ich nicht mitgenommen. Warum? Weil wegen Isso. Das sind defekte Kabel. Eindeutig. Nee, ich habe keine Ahnung. Wo soll denn das hier sein? Da hinten an der Wand, okay. Da! Was macht denn das Ding da? Pathfinder, ich glaube, Sie haben den Verursacher der Energieausfälle gefunden. Einfangen. Verständige Professor Herrick. Er soll herkommen und das Ding einfangen. So. Hätten wir das gefunden. Fragt sich nur, was das genau für ein Ding ist und ob das jetzt gut ist, dass wir jetzt angefangen haben. Ich habe keine Ahnung, vielleicht gab es jetzt mehr Erfahrungspunkte. Ich habe keine Ahnung. So, dann können wir jetzt, glaube ich, ins Zentrum zurückkehren. Dort mit Dr. Aridana reden. Nicht Adriana, sondern Aridana. Und dann mal gucken, was das für ein komischer Trojaner war, den sie da in Sam einplatzieren wollte. Nein, nicht Kryostation. Ich drück immer zu schnell E. Der Zunsdeck ist auch verkehrt. Verdammt! Ich bin hochkonzentriert heute. Das ist ein Traum. Einfach nur ein Traum. Kommandozentrale, Kryostation. Andockbucht. Na, einfach mal weil. Und dann mal schauen. Ach ja, und den Milchstraßenhopfen ins Vortex bringen. Müssen wir auch. Falls wir den jetzt tatsächlich irgendwie dabei haben. Ich habe den eigentlich nur gescannt. Aber mal schauen. Hier, ich habe ganz viel tollen Hopfen dabei. Nein! Okay. 50 Erfahrungspunkte dafür, ist okay. War jetzt auch keine sonderlich aufwendige Aufgabe, ne? So, und die Hydrokulturen, die sind ja jetzt hier auch nicht mehr so besetzt. Aber kann man machen. Wir müssen halt dann wirklich halt nur zusehen, dass wir neue, sag schon, Außenpunkte erschließen und all so ein Krams. Jedoch hat das halt auch keine wirkliche Auswirkung, ne? Ist ja halt nicht so, als gäbe es jetzt hier eine Nahrungsanzeige. Ihr habt so viel Nahrung, haben wir noch, bevor hier alle sterben und alle revoltieren. Aber man kann es ja mal in der Vorstellung behalten. Guten Tag, Frau Hackerin. Willkommen, Pathfinder. Hat Sam die Gleichungen gelöst, die ich gesendet habe? Gelöst? Sie hätten fast den Sam-Kern zum Absturz gebracht. Die Gleichungen enthielten ein Virus, das auf die Beschädigung künstlicher Intelligenzen ausgelegt war. Glauben Sie, ich? Niemals! Ich verabscheue Gewalt gegen jede Art von Leben, organisch oder synthetisch.
Wie konnte das dann geschehen? Wie ist das Virus dann in Ihre Gleichungen gelangt? Vielleicht wurden meine Dateien verändert oder ersetzt. Aber warum? Ich bin in letzter Zeit häufig auf diese Nieder-mit-KI-Stimmung gestoßen. Graffiti, Beschwerden bei Tan. Vielleicht ist jemand den nächsten Schritt gegangen. Nieder mit KI? Das ist dumm. Wenn diesen Leuten nichts Besseres als Graffiti einfällt, würde ihnen ein wenig künstliche Intelligenz vielleicht ganz gut tun. Ganze Spezies wurden von der KI, die sie erschaffen haben, ins Exil getrieben, Champ. Sowas hinterlässt Spuren. Trotzdem ist der Angriff auf Sam dreist. Ob es wohl vorher schon ähnliche Vorkommnisse gegeben hat? Der VI-Kiosk wurde heute Morgen zerstört. Ich kann mich ja mal umsehen. VI-Kiosk?